Na, ist es nicht schön hier? Auch diese Grillen wieder. Ganz da hinten, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, sieht man auch den Fernsehturm. In Stuttgart natürlich. Wir sind ja hier schwäbisch. Ja, sehr schön. Heute fangen wir das Video mal von hinten an praktisch. Ich habe Bienenfluchten eingelegt und ich zeige euch mal das Ergebnis. Sehr ungleich, ne? Ungerecht verteilt. Nein, ich habe das jetzt auch schon ein bisschen angepasst. Im Prinzip, bevor wir da gleich ein bisschen auf dieses Thema Bienenflucht und was es mit diesem Bienenstand hier auf sich hat eingehen, ein paar Worte vorweg. Ich jammere gleich ziemlich viel, wie schlecht es ist. Alles in allem, zusammenfassend schon mal vorab, wir haben hier 16 Bienenvölker stehen. Die haben wir, das sind ja meine Reservevölker gewesen, die ich mir im Frühjahr aussortiert habe, wo ich eigentlich zur Vermehrung nutzen wollte. Und dann gab es hier im Waldtal Zunahme, habe ich gedacht, okay, ich wohne gleich hier drüben, die paar Minuten fahren wir die geschwind hier rein. Es sind also nicht die besten Völker gewesen. Das Ergebnis von diesen 16 Bienenvölkern ist jetzt, ich meine, da sind auch ein paar Zandervölker von Katrin dabei. Das Ergebnis dieser 16 Völker sind jetzt 10 volle Honigraumräume, also sagen wir mal 150 Kilo Honig, schon mal sicher. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wo was drin ist, ne? Undefinierbar. Also sind wir unter 200 Kilo, so viel kann man ehrlicherweise schon mal sagen. Ich habe auch da drüben 4 Honigräume liegen, die ratzefatze leer waren. Ne? Da waren keine Bienen drin. Das liegt jetzt daran, dass ein Volk ist drohnenbrütig, zwei Völker haben umgeweißelt. Sahen eigentlich damals, wo ich die hergefahren habe, noch relativ gut aus. Ne? Mag es damit zusammenhängen, dass letztes Jahr vielleicht ein schwieriges Jahr war in der Königinzucht, in der Vermehrung, dass die halt nicht zufrieden waren. Ich weiß es nicht, ich habe mir da jetzt auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Prinzipiell muss man sagen, die Völker, die stark hierher gekommen sind, also wo ich mir eine Plus notiert hatte, die haben eben diesen Honigraum, haben ganz gute Honigerträge gebracht. Die, wo noch ein bisschen in der Entwicklung waren, die haben sehr geringe Honigerträge oder auch gar nichts gebracht. Was wiederum heißt ja im Umkehrschluss, dass eigentlich nur der Anfang, als die Völker hier waren, ganz interessant war, behaupte ich jetzt mal. Prinzipiell kann man nicht zufrieden sein. Ihr werdet das jetzt gleich ein bisschen an meinem Gemecker hören. Ich habe euch da mitgenommen, wie ich die Bienenfluchten einlege. Und ja, bin jetzt, muss man allgemein gerade sagen, ich will hier nicht zu viel schimpfen, aber ich bin gerade wirklich nicht so angetan, wie sich die ganze Lage so entwickelt. Die Preise, das kennt ihr alle aus allen Lebensbereichen, ist das eine, was die Honiggläser mehr kosten. Und dann sind wir ja letztendlich auch so das vierte Jahr jetzt in Folge, wo wir Honigerträge haben, die eigentlich nicht das Normale sind, zumindest bei uns hier. Erst im Prinzip kann man sagen, 3 Jahre Dürre, ein total nasskaltes Jahr, das schlechteste Jahr seit Wilmkorn im letzten Jahr. Und eigentlich jetzt auch wieder ein Jahr, wo nach der Frühtracht, die eigentlich bei uns ganz gut war, eigentlich auch nicht so toll mehr war. Ne? Also seit 2, 3 Wochen kann man sagen, haben wir keine nennenswerten hohen Honigerträge mehr. Und da macht man sich ja halt dann schon ein bisschen Gedanken. Ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare auch schreiben, wie ihr das seht, wie ihr euch da Gedanken macht über die Zukunft der Imkerei. Weil leichter wird es wahrscheinlich nicht. Und mit dieser Preisspirale kommen wir ja auch jetzt in Honiggraspreise, wenn wir das weitergeben, die weiß ich nicht, ob der Kunde das dann noch so stark nachfragt oder honoriert. Auf der anderen Seite haben wir halt klar die steigenden Kosten und dazu noch, zumindest hier bei uns in der Region, auch sinkende Honigerträge, ne, wenn man jetzt die letzten 4 Jahre anschaut. Ja, aber jetzt genug. Jetzt lasse ich euch einfach mal ein bisschen
nehme ich euch einfach ein bisschen mit beim Bienenfluchten einlegen. Schreibt mir gerne ein bisschen in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Zukunft der Imkerei, wird schwerer? Wie war bei euch die Honigernte? Wie seht ihr diese Preisentwicklungen? Einfach gerne mal wieder. Ich finde die Kommentare immer ganz gut und lese mir die auch immer ganz, ganz durch. Finde ich echt interessant und finde das auch cool, dass wir so, bin ja nicht nur ich, sondern dass wir uns auch so austauschen. Ich nehme was von euch mit, ich zeige euch was. Also ich glaube, da wächst oder ist auch schon eine ganz gute Community so zusammengewachsen. So, aber jetzt genug. Jetzt geht's ab ins Video und genau. Sonntagabend haben wir, wie viel Uhrzeit haben wir? Weiß ich nicht, so um die 8 herum. Wir sind jetzt hier einfach, um den letzten Honig zu holen. Und morgen früh, also dann Montagmorgen, hole ich dann die Bienen. Warum sind wir jetzt hier? Also wir legen einfach die Bienenfluchten ein. Ich habe jetzt lange überlegt, wie ernte ich den Honig? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe mich jetzt hier dafür entschlossen, diese wieder meine bekannten Bienenfluchten zu verwenden. Also diejenigen, die es nicht kennen, kommt hier rein zwischen Honigraum und Brutraum. Biene kann nach unten durch, aber nicht wieder zurück. Und so sind bis morgen früh die Honigräume fast bienenfrei. Ja, ich würde sagen, ich lege die jetzt mal ein und dann unterhalten wir uns gleich anschließend noch über ein paar interessante Themen. Das ist übrigens genau die Tätigkeit, wo ein Imkerkran super geil wäre. Ne? Super geil. Ja. Ist übrigens auch der Grund, warum ich eigentlich nicht so gern mit Bienenfluchten arbeite. Eigentlich gehört ja so ein Beistelltisch bei. Aber ich muss sagen, wie es halt immer so ist, auf die Schnelle, auf die Welle, ne? So ist es halt. Hier zum Beispiel Ratze, Fatze leer. Brauchen wir keine Bienenflucht. Hier an dem Bienenvolk, da hat sich irgendwas Unschönes ereignet. Also von der Bienenmasse sieht es eigentlich ganz schön aus. Eigentlich sollte es jetzt nicht die Aufgabe sein, aber wenn wir schon hier sind, gucken wir uns das jetzt mal ganz kurz an, was wir hier haben. Ja. Bruder. Wollen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe einsteigen? Lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Ne? Lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Da machen wir da gar nicht groß rum. Dann haben wir das nämlich schon im Prinzip komplett fertig. Und ich bin mit meinem System ein bisschen durcheinander. Machen wir hier drüben weiter. Da weiß ich nämlich auch, Also ihr seht schon, das hier ist mal wieder keine so eine tolle Ernte, weil, sage ich euch auch ganz ehrlich, wir eigentlich zunehmend mit dem Wetter zu tun haben und da echt Probleme haben. Da brauchen wir
Also das ist eine traurige Sache, was Sie hier sehen. Eine wirklich traurige Sache. Also die haben Honig, also das ist ein Königin-Qualitätsproblem. Da geht die Königin nicht vorwärts. Also Imkerfehler, mein Fehler. Hätten wir erkennen können, hätten wir nicht fahren brauchen. Können wir eigentlich auch gleich so zumachen. Das waren ja damals diese Völker, muss man dazu sagen, wo ich von meinen Dienstständen, die ich für die Vermehrung mir reserviert habe, wo ich da die Bienenvölker noch zusammengeglaubt habe, weil ich damals dachte, hier passiert noch was und es ja nicht weit weg ist von uns zu Hause. Letztendlich muss man sagen, finanziell wird es hier sich wahrscheinlich gelohnt haben, weil die Reise nicht arg lang war hierher oder ist. Aber die Honigerträge sind natürlich nicht das, was man sich wünscht. Ich meine, das war damals ja ein bisschen auch eine Spekulation. Die Bienenvölker waren manche ganz gut in Schuss, andere hat man halt mitgefahren, dass die Palette voll ist, wie die zwei. Ja, es war so ein bisschen das Thema, aber nichtsdestotrotz ist es sicherlich eine Nummer, die jetzt hätte besser laufen können. Ja, da sind die oberen Honigräume auch leer. Ich meine, ich zeige euch das mal. Andere Imker oder andere Imker-Videos oder auch bei mir, bei vielen, seht ihr halt, dass es funktioniert. Und dass man Honig hat. Aber letztendlich gibt es auch sowas. Ne? Es gibt halt auch totale Fehlspekulationen wo du halt nicht wirklich Honig erntest, wo das eigentlich eher ich fahre spazieren. Ich meine, der wiegt jetzt ein bisschen was, aber auch nicht wirklich. Oh, der ist schön voll. Aber das kann auch sein, dass man da die Frühtracht nicht geerntet hat, weil die Frühtracht so wenig war. Also insofern will ich mich da jetzt nicht festlegen, aber ich meine, es muss man auch mal zeigen, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Imkerei. Und wie gesagt, zumindest bei uns in der Region wird es gerade schon ein bisschen schwieriger, die Sache. Sind wir mit dem Honigernten richtig flott unterwegs heute. Neuer Rekord, 16 Bienenvölker abge... Seht ihr überhaupt was? Wo guckt ihr denn hin? 16 Bienenvölker abgeräumt in 5 Minuten. Neuer Rekord, neuen Videotitel. Naja. Da ist ein Sonic drin hier. Naja, ich arbeite jetzt mich hier noch durch. Wisst ihr was? Das Gute an der Sache ist, schont meinen Rücken. Es schont meinen Rücken. Hier ist alles Fritte. Was ist denn hier schon wieder passiert? Ah ja, Mann. Da machst du was mit. Was ist denn hier los? Hier haben wir den ganzen Futter im Honigraum, im Brutraum. Ja. Dort ist nicht so toll. Das Volk ist nämlich drohnenbrütig, habe ich mir schon gedacht, weil die Honigräume ja hier komplett leer waren. Ich sag's euch, da wollen wir morgen noch gute Laune haben.
Aber mei, man kann es nicht ändern. Es ist ja jetzt im Wesentlichen, haben wir jetzt hier wieder was Tolles dafür als Ausgleich. Da können wir ja den Durchschnitt der Palette vielleicht halten. Eins müssen wir ja letztendlich doch sagen. Oh la la. Eins müssen wir letztendlich doch sagen. Es ist jetzt so. Wo ist es? Keine Ahnung. Eins müssen wir sagen, wir sparen uns bei dem Bienenstand die Arbeit beim Schleudern. Ganz massiv. Das ist ein tolles Bienenvolk. Ne? Wir haben hier acht Waben mit Brut. Und ihr seht es auch hier, ne? Sie hängen ja auch praktisch in der 9. Wabe. Das Einzige, was uns hier fehlt, ist Honig. Und das ist eigentlich momentan immer zunehmender das Problem, nicht bei uns. Das muss man halt sagen, das ist auch nicht arg schwer. Ich meine, das werden schon ein paar Kilo Honig sein. Aber wir haben da immer zunehmendes. Ja, wenn wir jetzt zurückdenken, das haben wir praktisch das vierte Jahr hintereinander. Also wir hatten ja im Prinzip 2 oder 3 Trockenjahre, wo es ganz schwierig war mit Honig. Oder nicht super war mit Honig. Ganz leer hier. Dann haben wir das letzte Jahr gehabt, wo nass und kalt war, wo das schlechteste Honigjahr war, seit wir Imkern. Und heuer haben wir schon wieder ein Jahr, muss man sagen, wo man auch nicht zufrieden sein kann. Wo wir schon wieder tolle Bienenvölker in den Start bringen, aber es einfach vom Wetter her nicht passt. Im Frühjahr war es sehr vielversprechend, sehr schön. Und dann sind wir aber sehr heiß geworden. Und ihr seht es ja, oder ihr seht es nicht, aber hier sieht man es wird nichts beflogen, weil die Pflanzen keinen Nektar haben. Und das ganz Schlimme war ja, also wo ich richtig so einen Aha-Effekt hatte, muss ich euch sagen, bei uns ist er relativ grün. Man sieht halt, die Biene fliegt nicht an den Weißklee, fliegt nicht an den Rotklee. Gut, ist halt so, weil kommt kein Nektar rein. Ne? Aber wir haben es noch grün. Und ich war jetzt im Schwarzwald die Tage und ich sag's euch, ich bin richtig erschrocken. Die ganzen Südhänge, zum Teil alles verbrannt. Die Wiesen knallgelb. Also ich persönlich bin gerade schon ein bisschen, ich meine, man merkt es mir an, wir haben jetzt hier auch einen Bienenstand. Ich meine, es gibt auch bessere Bienenstände, aber wir haben jetzt auch hier einen Bienenstand, der nicht reicht. Das wird jetzt, weil das nicht weit von weg von uns ist. Und so, er wird die Kosten machen. Ich werde jetzt mit dem Bienenstand kein Minus machen. Vor allem, weil wir ja auch schon einen Frühtrag geerntet haben. Aber der Bienenstand ermöglicht nicht den Betrieb einer Imkerei als Beispiel. Ne? Und es liegt jetzt, zum Teil sieht man hier gut drohnenbrütiges Volk. Und hier hatten wir auch irgendwo was, wo die Königin umgeweißelt haben. Aber wir haben auch Tip-Top-Völker dabei. Und die schaffen es auch nicht, Honigräume zu füllen. Und da kommt man schon ein bisschen ans Denken, wie das zukünftig aussieht. Weil wie gesagt, das ist jetzt das dritte oder vierte Jahr in Folge, wo wir keinen Rhythmus bekommen. Wir hatten letztes Jahr auch mit den Königinnen Riesenprobleme. Wir werden sehen. Ne? Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo,
set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Tja, da tut sich die Kamera ein bisschen schwer. Hier hinten sehen wir wieder Stuttgarter Fernsehturm. Euch natürlich Stuttgarter, ne? Da ist ja das Original. Ja, jetzt haben wir 5 Uhr morgens. Ihr seht, es wird hell. Honig ist, bin ich überhaupt auf dem Bild? Honig ist praktisch abgenommen. Ist im Auto. Bienenvölker sind verladen. Wie gesagt, waren ja nur 16 Stück. Und mein Füllstandssensor, was die Honigmenge betrifft, ist ja hier Einfederung von meinem T4. Und da sieht man, da ist nicht viel eingefedert, da ist also auch nicht so arg viel Honig drin. Aber mei, so ist es halt. Gut, ich fahre die jetzt heim, lade die ab, dann kann ich noch frühstücken. So, mit diesem herrlichen Sonnenaufgang wollen wir das Video beenden. Ihr seht, die Bienen haben eine neue Heimat gefunden. Können jetzt hier, können jetzt hier praktisch winterfit gemacht werden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Und hier geht es im Prinzip weiter jetzt mit einer Futtergabe, mit einer Behandlung, wie auch immer die aussieht. Da habe ich jetzt noch keinen Plan, weil wie gesagt, jetzt müssen erstmal nach und nach hier ein bisschen die Honigernte vorangetrieben werden, die Bienen heimkommen und gefüttert werden. Oh nee, nicht ins Auge. Naja, gut, wir sind mal wieder hier. Naja, frisch vom Wandern. Heute haben wir diesen heißen Tag, oder es kommen ja Montag, Dienstag diese extrem heißen Tage, sagt der Wetterbericht. Macht natürlich den Bienen auch zu schaffen, deshalb hier ein bisschen Richtung Schatten gestellt oder allgemein Richtung Schatten, Sonne, Schatten gestellt. Ja, schauen wir, was kommt. Ich bin jetzt aber auf jeden Fall fällig für ein zweites Frühstück. Wünsche euch alles Gute und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.